Aber das auch erledigt. 16.18 Uhr haben wir wieder wahrscheinlich eine Nachtfahrt, dann zumindest bis wir in Graz sind. Wenn wir überhaupt noch nach Graz dürfen. Habe ich das noch eingestellt im Navi? Ja. Da draußen beim, beim Bauernhof wieder eine lange Anfahrt. Sind wir eh schon gewohnt. Wieder vom auf einem Bauernhof. Das ist jetzt die Druckluftwarnung. Habe ich den Motor wahrscheinlich kurz nach dem Anstarten nicht lange genug laufen lassen. Warum soll ich ihn abstellen? Achso, weil wir noch auf diesem Schlafplatz sind. Okay. Wahrscheinlich muss man auch nach dem Anstarten des Motors noch eine Weile warten, dass einmal Druckluft da ist. Anscheinend, ich weiß nicht, ob der mit leerem Druckluftbehälter, quasi wenn ich eine Zeit lang abgestellt habe, ob dann der Druckluftbehälter leer ist. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil wenn ich einen Kompressor auffülle oder ja in Luft komprimieren lasse, dann bleibt die Luft ja schon eine Weile drinnen. Ne? Also schon Tage, würde ich behaupten, obwohl ich es jetzt nicht genau weiß, aber glaube ich schon. Im Hintergrund wieder Need for Speed 4. Paradigm Shifter, eines meiner Lieblingslieder von Need for Speed im Soundtrack. ...1999. Doch schon eine Weile her. Fast 20 Jahre. Damals hat es noch keine LKW-Simulationen gegeben. Zumindest ist mir keine bekannt. Weiß auch nicht, ob ich das damals als Jugendlicher gespielt hätte. 1999 war ich gerade 14. Und da war ich froh, dass man Spiele mit Lenkrad, dass man da gerade Need for Speed hatte. Weil viele Spiele, die man mit Lenkrad spielen konnte, gab es damals Anfang oder Mitte bis Ende der 90er gar nicht, glaube ich. Zumindest als Kind hatte man noch nicht so viel. Und als Jugendlicher, man kann sich ja selber, hatte sich selber ja keine Spiele leisten können und war natürlich das angewiesen, was einem die Eltern zur Verfügung stellen. So, da habe ich Vorrang. Mini Cooper. Jetzt habe ich durch das Schlafen 2000 Euro verloren. Oder wo habe ich das? Ah nein, die Kreditrate ist abgebucht worden, denke ich mal. Das wäre ein bisschen strange gewesen jetzt. Einen richtigen Gang finden. Dann sind wir gleich beim Bauernhof. Dass es das Angebot noch gibt. Was ist das hier? Das ist eine Radarbox, ne? Eine Frontradarbox anscheinend. Oder so ein mobiles Radargerät. Oder ist das nur so ein Vermessungsgerät gewesen? Aber für das hat es mir etwas zu groß ausgesehen. Das war schon so eine Radarbox. So, abbiegen. In den dritten Gang. Der ist zu hoch, dann nehmen wir den fünften. Hält sich ja wieder komplett anders, wenn da kein Auflieger drauf ist. Mit der Gangschaltung. Ja, schade, dass es für Truck-Simulatoren keine großen Lenkräder gibt. Es gibt da einige Eigenbauten, die ich gesehen habe auf YouTube. Habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Aber leider zum Kaufen gibt es das, glaube ich, nicht. Weil das kleine, das G25, das ich da habe, ist halt ein Sportlenkrad. Und es gibt aber nur Sportlenkräder für PC, PlayStation und so weiter. Das passt halt nicht für einen LKW. Komplett ungeeignet natürlich. So, da sind wir schon beim Bauernhof. Zack. Das
war ein bisschen zu früh gebremst. Ah, da hinten, da links haben wir Hühner. Sehe ich, glaube ich, zum ersten Mal den Bauernhof bei Tag. Nein, wir waren schon mal am Tag beim Bauernhof. Aber letztens war ich in der Nacht bei einem Bauernhof, da hörst du Hühnergegacke überall. Aber man sieht sie halt dann nicht. Wo wird es dahin gehen? Aber wieder zurück nach Polen, okay. Polen ist schon ein verdammt großes Land, fällt mir gerade auf. War ich aber noch nie. Deswegen kann ich auch die Größe nie einschätzen von Ländern, wo ich noch nie war. Außer Helsinki und Schweden, das sind ja... Oder Helsinki. Norwegen und Schweden, das sind ja auch riesige Länder. So, aha, da steht ein Mähdrescher, aber wo ist mein Auflieger? Ah, da. So, da müssen wir wieder genau anfahren, weil wir dieses schwierigere oder genauere, die genauere Ankoppelungssimulation aktiviert haben. Also normalerweise müssten wir jetzt genauso hinfahren, das macht auch der richtige LKW-Fahrer. Fahrt unter diese Königs... Habe ich schon wieder vergessen, wie sie heißt. Königs... Irgendwas. Und steigt dann aus und muss dieses Fahrgestell dann hochheben. Und dann eben nochmal einrasten, nochmal ein Stück vorfahren. Wie schaut's aus? Jetzt ist der Motor abgestorben. Da muss ich wieder Außenansicht schalten, scheint. Aber ehrlich gesagt schaut das jetzt nicht so schlecht aus. Muss ich da stärker ranfahren? Macht mir Sorgen, dass ich dann was kaputt mache. Ah ja, doch. Muss man dann ein bisschen mit mehr Schwung anscheinend da reinfahren. Damit er das auch nimmt. Na gut. Abschließen, da sieht man dann schön, genau, da werden die Kabel angeschlossen und die Stützfüße hinaufgezogen, dann funktioniert auch die Elektrik und so weiter. Das dauert natürlich in der Realität etwas länger. Und dann sind wir schon unterwegs Richtung Graz, diesmal nur 8 Stunden, letztes Mal glaube ich waren es 10 Stunden, aber doch, oder war es doch mehr? Das waren schon mehr Kilometer, ne? Ankunft geplant um 1.14 Uhr, also mitten in der Nacht. Mit der Ruhezeit wird es wahrscheinlich wieder knapp werden. Ja, 10 Stunden wäre jetzt die nächste Ruhezeit. Also das müsste sich eigentlich in einem Rutsch ausgehen, wenn nichts Unvorsehenes kommt und wenn wir da mit der Schaltung zurechtkommen, dass wir die 8 Stunden, die da jetzt geplant sind, auch einhalten. Haben wir einen MAN-Truck, der bleibt stehen, der rechts bleibt nicht stehen, doch schon letztendlich dann. So, und auf die Landstraße kommen. Hat auch einen Motorschaden. Das sind diese Zufallsereignisse anscheinend. Natürlich sehr gefährlich, wenn ich da mit 80 km/h oder in dem Fall mit 70 dahin brause und dann sehe ich den da rechts parken. Das ist nicht unbedingt. Da muss man aufmerksam fahren. Das ist auch die Herausforderung an LKW-Fahrer im Real Life, dass die da immer aufmerksam sind. Ja, die fahren da 8 Stunden und vielleicht sogar länger. Und das jeden Tag. Und da müssen die aber ständig aufmerksam sein. Puh. Das ist halt auch dann sowas. Ich meine, gut, was willst du denn anderes machen? Du kannst jetzt nicht am Handy schauen und so weiter. Machen zwar ein paar, aber du kannst keine andere Tätigkeit machen als fahren. Aber trotzdem stelle ich mir das, warum fahrt mir der rein? Das ist aber nicht meine Schuld, oder? Er sieht doch, dass ich da rauskomme und dass ich ein bisschen Platz brauche. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Oh, ich fahre dann in den ersten Gang und ruiniere den Motor. Haben wir schon ein bisschen an die Schaltung gewöhnt, aber es dauert noch, bis ich mich wirklich damit komplett, ja, zurechtfinde, glaube ich.
Jetzt weiß ich gar nicht, was ich vorher gesagt habe. Wo wir gerade waren. Nicht so wichtig wahrscheinlich. Naja, wegen der Aufmerksamkeit von LKW-Fahrern haben wir gesprochen. Dass das schon ein bisschen schwierig ist. Also ich stelle es mir zumindest schwierig vor, da immer volle Konzentration zu haben, die man aber braucht. Weil wenn dann wirklich mal ein Hindernis auf der Autobahn ist, auch wenn du da stundenlang eben schon gefahren bist und es ist nichts passiert, kann jederzeit irgendwas auftauchen. Und da haben wir schon 10 Verkehr anscheinend auf der gegenüberliegenden Fahrstreifen. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht wechseln. Die Spur. Aber es hat so ausgesehen jetzt, weil da vorne die X waren. Also da vorne zeigt es mir schon am Navi an, dass ich links rüber muss. Ja, jetzt ist doch ein bisschen mehr Verkehr. Es dürfte immer so am Abend sein, 18 Uhr. Haben wir es jetzt? Samstag. Dass der Verkehr dazu nimmt. Komme ich gar nicht rüber, hm? Weil die mich nicht lassen, die Schweine. Ach, da will ich rüber und dann. Ja, jetzt bremst er ab, wo ich ihn schon fast reinfahre. Dabei wieder ich schuld, wenn ich einen Unfall verursache. Ein bisschen vorausschauend müssten die schon auch schauen. Ne? Der merkt, dass ich links einbiegen will. Ich kennzeichne das mit meinem Blinker. Dann müssen die ein bisschen Rücksicht nehmen drauf. So, den werden wir schauen, dass wir überholen mit den Baumstämmen, damit man sich nach ihm einordnen können. Ich muss da rechts, weil verengt sich da die Fahrspur. Ah, aber ich kann ihn gleich rüber. Genau. Nervt mich eine Mücke. Überhaupt nicht. Gefällt. Ich juckt es auch schon überall. Ich glaube, die haben schon mehrfach gestochen. Habe ich schon erwähnt, dass ich den Sommer nicht mag? Und ich froh bin, dass endlich Herbst ist. Da haben wir jetzt einen Stau. Anscheinend. Zumindest einmal ziemlich langsam im Verkehr. Ich bin ja gespannt, ob die hier die Rettungsgasse bilden. Gibt es jetzt schon ein paar Jahre bei uns in Europa, glaube ich. Ich bilde mir ein, das ist ein europäisches. Ja. Eine europäische Regelung, weiß ich nicht, aber in ganz Europa zumindest umgesetzt worden. Dass man eben, wenn man rechts auf der rechten Fahrspur steht, nach rechts rüberfahrt. Und wenn man auf der linken steht, links rüberfahrt, wenn da ein Stau ist. Damit die Rettungskräfte ja durchfahren können in der Mitte. Nutzen allerdings auch andere Leute wie Autos, die glauben, sie haben es jetzt unbedingt eilig und müssen da durchfahren. Oder Motorräder, bei denen ist vielleicht noch verständlich oder, sagen wir mal, könnte man es dulden, weil die versperren halt, die können schnell auf die Seite fahren, wenn wirklich hinten die Feuerwehr oder die Rettung kommt. Dann verbrauchen die Motorräder, glaube ich, am wenigsten Platz. Aber das Auto ist halt natürlich, ist halt schon eine Arschlochaktion, ne? Das Auto da durchfahren. So, muss ich mich wieder rechts einordnen da, da werde ich jetzt aber abbremsen. Natürlich lassen mich die Autos da rechts nicht reinfahren. Das war ja vorhersehbar eigentlich. Ja. Was soll ich da machen? Ja, jetzt lasst mich der Blaue, oder? Ich hoffe es, wenn nicht, dann... Ja. Das ist schon ein bisschen schwierig. Ist das in der Realität auch so, wenn man als LKW von der linken auf die rechten Spur wechseln will, dass die Autofahrer wirklich so ignorant fahren? Ich jetzt höher schalten endlich mal. Sollte nicht zu schnell fahren, sonst riskiere ich wieder eine Geschwindigkeitsüberschreitung. Aber ich denke, wenn ich auf der rechten Fahrspur fahre und ich sehe, dass links ein LKW ist, der sich rechts einordnen will, vor mir, dann lasse ich den schon fahren, wenn es gerade passt, ne? Also ich gebe dann nicht extra Gas, dass ich jetzt auf der rechten Fahrspur gerade noch drüber kommen, sondern da würde ich schon so fahren und notfalls abbremsen, damit er sich einordnen kann, weil da habe ich dann schon ein bisschen Respekt vor dem großen LKW. Wenn der sich einordnet und mich nicht sieht, dann bin ich derjenige im PKW, der das Problem hat. Der merkt das wahrscheinlich nicht so schnell oder er spürt das zumindest nicht so intensiv wie ich. Wenn ihr mich mit einem Anhänger streift.
Aber das wird auch immer wieder in Dokumentationen über LKWs erwähnt, dass die LKW-Fahrer wirklich wie Dreck behandelt werden. Also wenn sie jetzt zum Beispiel Anhänger abladen und mit den Leuten dort reden, oder auch wahrscheinlich auf Parkplätzen, aber da sind sie eher die Kunden. Wahrscheinlich auch gemeint der Umgang zwischen Spedition und LKW-Fahrern. Und was es halt sonst noch so Kontaktmöglichkeiten gibt mit Leuten, die man halt interagieren muss, wenn man so eine Fracht ablädt. Dass die LKW-Fahrer da wirklich sehr respektlos teilweise behandelt werden. Und eben wie ja, das Letzte einfach wirken oder ja. Was ich aber nicht verstehe. Also nachvollziehen kann ich das nicht. Weil es auch ein Busfahrer, ein Reisebusfahrer zum Beispiel oder generell Busfahrer, die auf der Autobahn fahren oder längere Strecken fahren, ist ja im Prinzip dasselbe. Das ist ja nichts anderes als ein LKW-Fahrer, der halt Personen transportiert. Natürlich eine höhere Verantwortung, klar, da sind Menschen drinnen. Aber im Endeffekt, vom Kraftfahren, vom berufskraftfahrerischen Können, sage ich jetzt mal, sollte da nicht allzu viel Unterschied sein. Ich denke mir sogar eher, auch wenn ich mich jetzt weit aus dem Fenster lehne, stelle ich es mir trotzdem einfacher vor, mit einem Autobus zu fahren, als mit einem LKW, weil du hast ja mit einem Autobus meistens keinen Anhänger. Und wenn dann nicht so einen großen, da bewegt sich halt dann der Bus als Ganzes. Kann natürlich auch schwieriger dann sein zum Fahren, aber zumindest hat der Anhänger kein Eigenleben. Vielleicht stelle ich mir das einfach nur so vor, weil ich mich so schwer tue mit dem Einparken, mit dem Anhänger. Oh, wir sind schon, sollten einen anderen Gang wählen. Trotzdem, im siebten Gang geht nicht viel weiter. Ja, vielleicht stelle ich mir deswegen das Busfahren leichter vor, weil der keinen Anhänger hat, aber im Endeffekt, das wird gleich, ich schätze, es wird beides gleich anspruchsvoll sein. Abgesehen davon eben, dass da im Autobus meistens Menschen drinnen sitzen, die einen vielleicht auch während der Fahrt ansprechen, Bedürfnisse haben oder einem einfach auf den Nerv gehen. Das macht die Ladung eher nicht. Es hat sich da hinten noch niemand beschwert. ...350 Kilometer noch und circa 5, fast 6 Stunden noch. Immer noch in Ungarn, ne? Nächster Grenzübergang ist ja auch schon Österreich. Da werden wir wahrscheinlich auf der A4 rauskommen, schätze ich mal, bei Nickelsdorf. Vermute ich jetzt mal, wenn wir da über Budapest fahren. Schalten. 7. ist zu niedrig, 8. geht gerade. Was haben wir nochmal hinten geladen? Wenn ich mir das jemals merke. Gerste, ja, okay. Für Bier, ne? Ich glaube im Bier war Gerste und Hopfen. Oder? Ich kenne mich ja mit Alkohol nicht so gut aus wie manche andere Leute. Das schon an einer Hand abzählen, wie oft ich im Jahr was trinke. Er wird jetzt da nicht rüberziehen, oder? Nein, okay. Hin und wieder mal im Quartal vielleicht einmal, dass man ein bisschen mehr trinkt, wenn es gerade passt, aber das war es dann auch schon. Ich kenne ja Leute, die einen alles über alkoholische Getränke erzählen können. Wenn das ihr Hobby wäre. Was liegt denn da auf der Autobahn? Aha. Hätte jetzt auf den ersten Blick wie ein Mensch, der da liegt, ausgesehen, aber das war, glaube ich, doch nur Müll oder so. Irgendwelche Ablagerungen, also Sachen, die Leute abgelagert haben, abgeladen haben. Wir kommen da immer auf die Sperrlinie. Warum das?
ein bisschen das Force-Feedback von meinem Lenkrad verstellt, dass es ein bisschen leichter ist. Oder muss ich links? Eine scharfe Linkskurve, da ist die Autobahn auf einmal aus. Oder ist das gar keine Autobahn gewesen? So, jetzt muss ich da mal schalten. Ich dachte, ich bin auf der Autobahn. Habe ich da irgendwas nicht mitbekommen anscheinend? Sind wir doch auf der Landstraße gewesen jetzt. Oder ist die Autobahn plötzlich aus gewesen?